meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um das Thema eine neue Bremspumpe für meine KTM gehen. Aber warum wir das machen und wie wir das machen, das erzähle ich euch gleich. So, und zwar fahre ich an meiner KTM SMR eine Behringer Bro 12 und der 17,5 mm Kolben, der ist einfach sehr, sehr groß. Jedenfalls für Supermoto sehr, sehr groß und deshalb sind wir da irgendwie übereingekommen, dass das wahrscheinlich sehr viel Sinn machen würde, wenn ich eine 16 mm Pumpe fahre und zwar die von Breaking. Freue ich mich mega drauf, mal wieder Motorradersatzteile 24, die mal wieder alle Arbeit geleistet hier, die beste, um mich hier mit solchen Teilen zu versorgen, bin ich sehr zufrieden mit. Problematik bei mir war, dass die 17,5 mm Pumpe mit dem großen Kolben halt relativ wenig Hebelweg zulässt und dementsprechend einen super harten Druckpunkt bietet, aber der auch relativ weit weg vom Lenker ist. Also das ist für den Unterarm, für meine Pillepalle-Unterarme hier relativ schwer und gerade im Offroad super schwer zu dosieren, wenn man ein bisschen weniger Grip hat. Wenn die Bremse sehr, sehr heiß war und das ganze System halt richtig Temperatur hatte, dann fuhr sich das relativ gut, aber halt, da muss ich dann schon 10 Runden fahren und wenn ich nach 10 Runden einfach harte Unterarme habe, dann nutzt mir das alles nicht, wenn nach 10 Runden erst die Bremse für mich persönlich auf Betriebstemperatur ist. Das fand ich nicht so geil. Deshalb jetzt Breaking 16 mm, machen wir ein schönes Unboxing und wir machen DOT 5.1 Bremsflüssigkeit. Die 5.1er Bremsflüssigkeit ist dazu noch weniger hygrostatisch, das heißt, dass sie weniger wasseranziehend ist und deshalb weniger Wasser bindet, dementsprechend auch etwas länger die hohen Temperaturen abkam und dementsprechend auch eine höhere Bremsleistung entsteht, ohne dass man das Reservoir bis zur Oberkante voll machen muss, um quasi ein geiles Gefühl zu haben, wenn die Bremse sehr heiß ist. So, jetzt also Unboxing, Breaking, 16 mm Radialbremspumpe. Los geht's. So, da ist also der gute Karton. Hier hinten auch versiegelt mit dem Breaking-Siegel. Das schneiden wir jetzt auf. Hopp, achso, naja, gut. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir schon mal das Reservoir mit der Halterung, also da ist ein Beschlag dran für das Reservoir. Das ist das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, jetzt im Voraus schon mal, dass das Reservoir nicht an der Pumpe selbst mit befestigt ist. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus hier. So sieht also diese Bremspumpe aus, relativ easy. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr sowas auspackt, tut mir einen Gefallen und bewegt den Kolben noch nicht, solange keine Bremsflüssigkeit drin ist. Das ist nämlich mit einer Gummimanschette quasi abgedichtet und wenn ihr den relativ viel bewegt, wenn er trocken ist, dann verschleißt ihr die Gummimanschette und dann wird die Bremse nicht besonders lange halten. Also erst bewegen, wenn Bremsflüssigkeit drin ist. Vorher quasi könnt ihr euch das Ding hübsch angucken. Verarbeitung ist sehr, sehr hochwertig, wie ich finde. Was ich ganz cool finde, ist, dass der Hebel hier quasi, wenn man stürzt, auch nach oben wegklappen kann, also dass man nicht grundsätzlich jedes Mal den Hebel abbricht, wenn man mal auf der Fresse landet. Und ganz normal die Einstellmöglichkeit, wie man das halt auch so heutzutage kennt. Das ist ja bei fast jedem China-Hebel so mit der Einstellung. Gefällt mir gut, geht schnell und ist haltbar. Ja, was ich ganz geil finde, hier ist auch noch ein Set dabei, um das Ganze für den Straßenverkehr zulässig zu machen. Und zwar haben wir eine Klemme dabei, um da oben einen Spiegel drin zu drehen, wenn man das unbedingt möchte. Ich brauche das jetzt nicht. Und wir haben einen Bremslichtschalter dabei. Finde ich total cool, dass das dabei ist. Das ist nämlich bei meiner Magura-Pumpe damals nicht dabei gewesen. Daher musste ich nochmal 25 Euro extra investieren, um sowas hier zu kaufen. Also Bremslichtschalter dabei. Das ist übrigens ein Druckschalter, also nicht das, was früher dran war. Und ein paar Dichtringe sind auch noch dabei, wie sich das gehört. Cool. So, jetzt zeige ich euch, wie wir das Ganze am Motorrad machen. So, hier sieht man gerade wunderbar, da steht die 12, also das Modell heißt Bro 12, der Bro, wunderbar, also heißt 17,5 mm. Und jetzt sieht man hier gerade, in Augenblick, hier sieht man wunderbar, dass man quasi die komplette Bremsleistung auf den ersten 2 cm im Grunde genommen hat. Und selbst wenn ich den, also der ist schon komplett rausgeschraubt, weiter ran kriege ich nicht. Ich kriege den Hebel nur noch weiter weg durch Reinschrauben dieser Schraube hier. So, dann komme ich aber mit meinen kurzen Fingerchen hier überhaupt nicht mehr ran. Das heißt, der ist schon komplett rausgeschraubt. Und das ist für mich einfach nicht besonders, also das funktioniert einfach nicht besonders gut. Ich kann die nicht sehr, sehr gut dosieren. Deswegen tauschen wir jetzt diese ultra teure Behringer Bremspumpe gegen eine Breaking-Pumpe und gucken mal, dass das besser wird am Wochenende zum Harzring. Heute ist nämlich schon Donnerstag und in 2 Tagen geht's los.
Also, abmontieren. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, was ihr unbedingt beachten müsst, ist, dass Bremsflüssigkeit wirklich, das Zeug frisst alles Mögliche weg. Also nicht auf Gummiteile kommen lassen, nicht auf irgendwelche Schläuche kommen lassen. Bremsflüssigkeit ist wirklich mega, mega aggressiv. Seid ihr also vorsichtig und wenn irgendwo Bremsflüssigkeit drauf kommt, dann macht sie einfach direkt weg mit Bremsenreiniger oder irgendeinem anderen Entfetter. Ja, los geht's. So, jetzt müsst ihr natürlich das Reservoir hier noch anbauen und da ist hier extra eine Verschraubung für. Die könnt ihr einfach lösen, relativ easy. Und dann quasi mit dieser Schlauchklemme, die kann man mit dem Finger schon bewegen, also ist relativ easy. Das muss hier ran, da dürft ihr auch nicht irgendwie, müsst ihr gucken, dass ihr das mit dem Sprengring hier sichert oben, also dass das quasi vernünftig da bleibt, wo es ist. Hopp. Gemacht. Bei mir musste ich mir ein Blech selber bauen. Echt? Mhm. Da war nichts bei? Mhm. Bei Magura war das nicht bei? Mhm. Also mit dem Lichtschalter, also mit der Bremslichtschalter ist normal, weil das ist okay, bei dir nicht zugelassen. Genau, wir sind ja eh nicht Straßen zugelassen, das ist das relativ. Vorteil hier, das war bei mir zum Beispiel damals auch nicht so, man kann den hier im Winkel einstellen. Das heißt, du kannst ja die Bremse auch so einstellen. Ach so, dass der Reservoir immer gerade genau. ist. Genau, und das hast du halt, das ist der Nachteil daran, wenn du Wenn du das integriert hast, kannst du das Reservoir nicht einstellen, weil wenn du das Ding richtig nach unten drehst, dann kann er sich aber halt auch Luft ziehen. Und das passiert dir halt hier nicht. So sieht der Hebel jetzt erstmal im angebauten Zustand aus. Wir haben noch keine Bremsleitungen dran. Das hängt hier alles noch hier dran. Wir fangen jetzt damit an, dass wir hier die Bremsleitung lösen. Das ist ein 14er und schrauben die dann quasi hier unten ran. Das zeige ich euch aber gleich von unten nochmal. Und dann füllen wir dieses Reservoir quasi, so wie das hier oben. Hier ist bei der Pumpe die Bremsflüssigkeit drin. Hier haben wir das Reservoir separat. Vorteil hier, man kann das Reservoir drehen. Also das heißt, wenn man den Hebel weiter nach unten dreht und den dann betätigt, dann kann diese Pumpe sich keine Luft ziehen. Was hier, wenn die zu weit nach unten gedreht ist, durchaus möglich ist. Aber also schon trotzdem sehr unwahrscheinlich. Bremsleitung lösen, aufpassen, dass er die Bremsflüssigkeit nicht überall verteilt und dann hier die neue Bremsleitung anbauen. Hier sind Kupferringe verbaut, ganz wichtig, die Kupferringe, die solltet ihr austauschen, sind auch neue Kupferringe dabei, deswegen bauen wir auch neue Kupferringe ein. Los geht's. Hier ist also unsere Behringer-Pumpe und wir können jetzt quasi hier einfach die 14er Verschraubung lösen und das machen wir direkt hier vorne. Das machen wir jetzt quasi direkt hier vorne über unserer Ölwanne. Und wenn wir das abhaben und da keine Bremsflüssigkeit mehr rausläuft, dann schrauben wir die oben an die Braking-Pumpe ran und dann zeige ich euch, wie man das Ganze entlüftet. So, was ihr hier unten jetzt seht, da ist einfach so ein kleiner Blindstopfen drin, so ein weißer. Den kann man hier ganz vorsichtig rausziehen. Einfach so ein Jummi-Pinöpel. Der ist da drin, dass da kein Dreck drin kommt während des Transports und während man das anbaut, das Ganze. Der kann dann auch weg. Dann schnappt man sich die Bremsleitung, guckt, dass die schon in dem richtigen Winkel hier ankommt. Die könnte die natürlich jetzt auch hier lang vorbeilegen, aber dann würde der Winkel nicht passen. Deswegen legt die von da lang, wo sie quasi vorher auch war. Dann stecken wir die Hohlschraube da durch. Und dann kommt oben drauf nochmal ein Kupferdichtring. Ganz wichtig, dass das Bremssystem immer 100% dicht ist. Wenn da auch nur einmal ein bisschen Druckverlust herrscht, dann fahrt ihr am Ende der Startzielgeraden geradeaus. Oder wenn ihr irgendwo in den Bergen unterwegs seid, fahrt ihr dort geradeaus, auch nicht so geil. So, wir füllen jetzt das Reservoir mit Bremsflüssigkeit. Hier oben ist auch immer so ein Jummi-Pinöpel drauf. Der muss auch aufpassen, dass er den nicht irgendwo in Dreck packt, dass da quasi keine Verunreinigung ins System kommt, sonst macht er euch genauso wie mit den Verunreinigungen untenrum den Kolben kaputt. Deswegen packe ich das immer in den Deckel und jetzt füllen wir das Ding einfach auf mit DOT 5.1 Bremsflüssigkeit. Das Reservoir ist jetzt quasi randvoll. Was wir jetzt machen ist unten an der Bremszange das Entlüften beginnen und das zeige ich euch jetzt. Was ihr nicht vergessen dürft, ist, wenn ihr unten entlüftet, wird hier oben immer wieder Bremsflüssigkeit quasi absacken, weil die ja unten, die rutscht ja quasi in das System drin, in die Bremspumpe und in die Bremsleitung. Und dass ihr nie wieder Luft im System habt, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass während ihr entlüftet, hier oben immer Bremsflüssigkeit nachgegossen wird, sonst zieht ihr euch wieder Luft ins System. Los geht's jetzt mit dem Entlüften. Wir haben hier eine sogenannte Unterdruckpumpe. Ich erkläre auch gleich, warum wir eine Unterdruckpumpe benutzen und nicht
wie die gängige Form ist, quasi oben mit der Handbremspumpe pumpen, sondern wir benutzen die Unterdruckpumpe. Ich erkläre euch gleich warum, aber erstmal zeige ich euch, wie das funktioniert mit der Unterdruckpumpe. Und zwar relativ simpel: Hier ist die Leitung, hier ist die Entlüftungsschraube, hier oben drauf ist so eine Kappe, die kommt da ab, das ist quasi die Staubkappe, dass hier kein Dreck rankommt. Genauso wie oben, das ist ganz wichtig, das Ding, das dürft ihr auch nicht verlieren. So, das nächste, was kommt, ist, hier muss die Leitung rauf. Hier ist natürlich eine Schlauchklemme dran, dass das vernünftig abdichtet. So, was man jetzt macht, ist, man nimmt diese Pumpe und baut quasi Unterdruck auf. Hier ist auch ein kleines Manometer dran, dass man auch sieht, dass da immer noch Unterdruck herrscht. Wir mussten jetzt hier noch ein bisschen bauen, dass das vernünftig hält. Das muss halt tiefer sein als das, dass hier die Bremsflüssigkeit nicht rausläuft. Was wir jetzt machen, ist, wir bauen hier Druck auf. Und wenn ich hier Druck aufgebaut habe, dann nehme ich den 8er Schlüssel und öffne hier das Entlüftungsventil. Und wenn ich das aufgemacht habe, dann achtet Marc oben darauf, dass da die Bremsflüssigkeit quasi nicht aus dem Ausgleichsbehälter verschwindet. Kippt quasi immer nach, wenn was nachgekippt werden muss. Und Druck, mach jetzt hier erstmal Druck. Ja, kommt ja schon die Bremsflüssigkeit. So, ich saug jetzt hier einfach noch ein bisschen was raus, ja? Ja. Was ist jetzt? Geht los. Sag mal, halt denn, ja? Sag dann stopp. Und stopp. So, wir haben das Ganze jetzt entlüftet. Das ist relativ schwer auf der Kamera zu sehen. Der ist jetzt hier halb voll. Da ist Minimum, da ist Maximum. Jetzt kommt der Deckel oben drauf. Dann sind wir schon durch. Wir haben jetzt auch Druck im System. Alles gut, also. Wenn ihr durch seid mit dem Entlüften, muss natürlich hier wieder die Kappe rauf auf die Entlüfterschraube. Stellt sicher, dass die auch wirklich zu ist. Ist sie jetzt in dem Fall. Ich mache die dann immer nochmal sauber vernünftig. Dann kommt die Kappe wieder rauf. So, Entlüftungskappe wieder drauf. Top. So, und das hier oben mussten wir noch mitmachen. Und zwar ist das die Entlüftungsschraube für die Bremspumpe. Hier war noch ein ganz kleines bisschen Luft drin im System. Deshalb hat die anfangs keinen Druck aufgebaut. Jetzt ist Druck da. Das ist relativ simpel. Man hält den Bremshebel gedrückt. Dann öffnet man ein ganz kleines bisschen. Dann hört man ein leise Zischen. Dann macht man wieder zu. Dann lässt man den Bremshebel los. Drückt wieder, also baut wieder Druck auf. Öffnet dann nochmal und dann kam schon die Bremsflüssigkeit raus, was so viel heißt, da ist keine Luft mehr im System. Dann wieder zudrehen, dann erst wieder lösen, dass nicht während man löst, das System sich hier wieder Luft ansaugt. Also immer, bis ihr die Schrauben zudreht, mit dem Hebel Druck im System lassen. Und den dürft ihr erst wieder lösen, wenn ihr die Entlüftungsschraube wieder zugedreht habt. So, jetzt wollte ich euch noch was erklären, warum man das mit der Unterdruckpumpe macht und nicht im normalen System, wo man dann einfach die Bremsflüssigkeit durchpumpt mit der Pumpe. So, wir sind also durch mit der Pumpe und ich finde erstmal so vom ersten Feeling her ist das schon ganz geil so. Also man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass der Bremspunkt nicht ganz so hart ist und dass nachdem man den Bremspunkt quasi erreicht hat, man den Hebel auch noch ein kleines bisschen bewegen kann, was dafür spricht, dass der Kolben kleiner ist. Also es war ja zu erwarten, dass es so sein wird, aber ist jetzt auch tatsächlich so. Jetzt hier Behringer Bremspumpe. Warum nicht so entlüften, wie man es klassischerweise entlüftet mit der Pumpe, dass man einfach drückt und drückt und drückt, bis quasi der Druck unten angekommen ist, sondern warum mit einer Unterdruckpumpe? Ich bewege jetzt auch den Hebel hier nicht allzu viel, weil in so einem System durchaus ein bisschen Dreck sein kann und so Aluminium korrodiert auch gerne. Und dieser Kolben, der hier drin ist, hier so, hier drückt der quasi, hier baut er den Druck auf. Der hat meinetwegen so viel Hub, ne? Also der bewegt sich von rechts nach links so viel. Und wenn man jetzt ganz normal bremst, dann ist ja die ganze Zeit Druck im System. Und dann drückt der nur mal so ein ganz kleines Stück, bis quasi unten die Bremszange genug Druck aufgebaut habt für eure Bremsleistung. Ne? Das ist immer nur so ein ganz kleines bisschen. So, wenn ihr jetzt aber das System öffnet, um die Bremsflüssigkeit da durchzupumpen, dann benutzt ihr quasi die komplette Länge von dem Kolben und das letzte Stück, das hier, das kleine bisschen, da bewegt sich der Kolben ja normalerweise nicht und an der Stelle setzen sich quasi Partikelchen ab, das Aluminium korrodiert, auch mit dem Öl da drin, gerade weil in der Bremsflüssigkeit halt auch Wasser drin ist, ne? Also Bremsflüssigkeit ist hygrostatisch, die Bremsflüssigkeit bindet auch das Wasser anders als normales Öl. Also bei normalem Öl würde das Wasser oben auf dem Öl schwimmen, weil das Öl schwerer ist, aber bei der Bremsflüssigkeit ist das nicht so. Dadurch, dass da Druck in dem System ist, ist das Wasser die ganze Zeit nicht an der Oberfläche, deswegen sieht man das auch nicht, wenn man das Reservoir aufmacht, sondern das Wasser ist die ganze Zeit in der Bremsflüssigkeit drin.
Und deshalb kann so Aluminium auch ein bisschen korrodieren. Und der ganze Dreck setzt sich da ab, wo der Kolben nicht hinkommt und so. Und wenn ihr dann das System entlüftet und den kompletten Weg von dem Kolben benutzt, dann kann es durchaus sein, dass die Dichtringe außen verschleißen und dann ist das System nicht mehr dicht. Das Problem hatten wir bei Marks SMCR. Wir haben die Bremsbeläge getauscht, wollten die Bremsflüssigkeit wechseln, haben durchgepumpt und hatten danach genau das Problem, nämlich dass das oben nicht mehr abgedichtet hat und damit war die Bremspumpe nicht funktionstüchtig. Totale Scheiße also. Soll heißen, wenn ihr sowas macht, diese Unterdruckpumpe da, die kostet irgendwie 20 Euro, gibt's bei Amazon, kann ich euch hier unten verlinken, dann habt ihr eine Unterdruckpumpe, weil werdet da immer mal wieder gebrauchen. Ihr müsst immer mal wieder Bremsflüssigkeit tauschen, vorne wie hinten, und mit einer Unterdruckpumpe ist das einfach super easy, da habt ihr einfach keinen Stress mit. Und wie gesagt, für 20 Euro, das könnt ihr alle Male machen und dann ist es ganz professionell gemacht und ihr werdet nicht das Problem haben, dass an der Bremspumpe quasi dann der Verschleiß entsteht. Ja, das sollte im Grunde genommen schon gewesen sein. Wenn jemand von euch eine Behringer Bremspumpe braucht, schreibt mich doch mal an. Ich werde die sehr wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Ist eine Bro 12. Hat im Grunde genommen 25 Betriebsstunden gesehen, also relativ wenig. Ist voll funktionstüchtig, im Grunde genommen neuwertig. Hat auch kaum irgendwie sichtbaren Verschleiß oder so. Ist wunderhübsch orange eloxiert. Behringer Bremspumpe. Also wenn ihr sowas braucht, schreibt mich einfach an. Wir werden uns da schon einig. Ansonsten, ja, freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Freue mich, dass euch das Video Spaß gemacht hat zu sehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare. Ihr guckt, dass ich es entweder in den Kommentaren beantworten kann oder nächste Woche in der nächsten Folge By The Way Tuesday, also am Dienstag. Da werde ich dann immer solche Sachen beantworten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch wichtig sind, stellt sie unten. Wenn ich es nicht schaffe zu beantworten, dann kommt es sicherlich im Video. Ja, das war's von mir. Schön, dass ihr mal wieder dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. And I'm free.